Der Traumfänger. Yakari, los, wach auf. Du hast einen Albtraum. Lass uns nach Hause. Es ist schon spät. Komm. In letzter Zeit habe ich oft so schlimme Träume. Kennst du das auch, kleiner Donner? Weißt du, ich habe auch Albträume. Manchmal. Naja, schlaf gut, kleiner Donner. Du auch. Ich bleibe in der Nähe, falls du mich brauchst. Gut, Yakari, du hast nur schlecht geträumt. Oh. Es ist ja nichts passiert. Ein Vielfraß hat dich angegriffen. Das war doch nur ein böser Traum. Ich weiß, aber... Du hast zu oft so schlechte Träume. Ja, weißt du, was ich für dich mache? Einen Traumfänger. Einen Traumfänger? Ja, ein Zaubernetz, das wir hier in deinem Tipi aufhängen, um die bösen Träume einzufangen und die schönen durchzulassen. Dann sind die Albträume, hui, weg. Vergessen. Morgen zeige ich dir, was ich meine. Aber jetzt musst du schlafen. Oh nein! Kommt dann der Vielfraß nicht gleich wieder zurück? Es ist ein Traum. Ja, aber es war so echt. Schlaf jetzt. Dir kann nichts geschehen. So kann das nicht weitergehen. Mein Sohn braucht schnellstens den Traumfänger. Ich kann nicht schlafen. Oh nein, Fettauge scheint auch von Albträumen gequält zu werden. Das ist ja schrecklich. Na, möchtest du mich begleiten, Knickohr? Ich muss ein paar Dinge sammeln, um einen Traumfänger zu basteln. Nein! Oh, danke für den Zweig, großer Weidenbaum. Er wird helfen, den Schlaf meines Sohnes zu schützen. Und jetzt fehlen noch die Brennnesselblätter. Die finden wir sicher im Wald. Oh. Knickohr, ist dir was passiert? Na, heute mal gut geschlafen? Nein, leider nicht. Aber das wird sich bald ändern, weil mir meine Mutter einen Traumfänger baut. Warte auf mich! Oh.
Es ist viel zu gefährlich hier. Wir müssen uns mit dem Suchen beeilen, damit der Traumfänger bald fertig ist. Wo ist meine Mutter nur hingegangen? Da, ihre Spur führt immer weiter. Sie geht sonst nie so weit. Vielleicht irrst du dich und sie ist schon zurück. Es ist so still hier. Guck mal, meine Mutter hat doch genau solche Federn an ihrem Kleid. Da ist irgendwas passiert. Ihr hattet mir noch gefehlt. Ich bin fertig. Oh nein, der schon wieder. Lauf weg, nicht Knickohr. Wurde gekämpft. Wenn ich bloß wüsste, wohin ich gehen muss. Hörst du? Entdeckung! Knickohr? Knickohr, bleib stehen! Ich bin's doch, Yakari! Los, kleiner Donner! Du musst versuchen, ihm den Weg abzuschneiden! Ich hab ihn! Was ist denn los? Du bist ja ganz außer dir! Ja, Kari! Was ist los, Knickohr? Wovor hast du Angst? Hast du ein Gespenst gesehen? Der Fressgreif fielt an. Hä? Was? Verstehst du ihn? Der Vielfraß greift an. Kommt mit! Schneller, kleiner Donner, schneller! Stolz auf dich, mein Sohn. Und ich bin auch sehr stolz auf Knickohr und kleiner Donner. Ihr beide wart großartig. Und jetzt lass mich nur machen. Bald ist der Traumfänger fertig. Etwas fehlt doch noch. Erlaubst du, kleiner Donner? Ich nehme ja auch nur die Haare, die schon lose sind. Danke, kleiner Donner. Und der Traumfänger ist fertig. Wie findest du ihn?
Der ist einmalig. Ein Zaubernetz, wie du sagtest. Den muss ich jetzt sofort ausprobieren. Aber das geht ja gar nicht. Es dauert ja noch, bis es dunkel wird. Ich wüsste da was. Komm mal mit. Oh. Nein, oh, will nicht laufen, bitte. Nein, oh, bitte nicht laufen. Oh, nein, will nicht laufen. Oh, oh, nein, ich kann nicht. Bitte doch nicht laufen. Besser. Ja, ja, gut, gut. Es funktioniert wirklich.